meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist einfach nächsten Monat Weihnachten. Es ist nur noch ein Monat bis Weihnachten. Ich finde es so unfassbar, wie krass schnell dieses Jahr einfach vorbeigegangen ist. Ja, ich hoffe natürlich, dass das nächste Jahr etwas besser wird. So, meine Lieben, es ist Anfang November und es beginnt wieder die Zeit der Adventskalender bzw. der Vorbereitung. Und ich persönlich bin ein großer Fan davon, Adventskalender für die Liebsten selber zu machen. Ich habe bereits einen für meinen Freund gemacht, für Freundinnen früher mal und auch für Angehörige. Und ich finde, das ist einfach mega schön und einfach total persönlich. Und ich habe immer so ein bisschen damit gestruggelt, was ich da jetzt reintue. Und deshalb dachte ich mir, gebe ich euch einfach so ein paar Tipps aus meinen Erfahrungen und ein paar Ideen mit auf den Weg und kann vielleicht damit den einen oder anderen inspirieren und euch helfen, euren Selfmade-Adventskalender zu füllen. Und bevor wir starten mit den ersten Tipps, drückt gerne einmal auf Gefällt mir, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Außerdem habe ich Instagram und TikTok, schaut gerne mal vorbei, alles ist für euch unten verlinkt. Ich will nicht jetzt explizit auf Kalender für einen Partner, für Freundin, für Angehörige eingehen, sondern einfach so generell etwas Universales. Vielleicht ist da das ein oder andere dann bei, was man dann lieber zum Beispiel einem Freund schenken kann oder vielleicht der Mutter. Ja, das ist immer so eine Sache, aber ich versuche das Ganze so ein bisschen universell zu halten, damit auch viele Leute was mit anfangen können. Mein erster Tipp ist, was ich immer als allererstes gemacht habe, ich bin in Geschäfte wie DM gegangen. DM hat einfach alles und ich finde einfach mit so einer schönen Badekugel, mit einer Maske, mit einem schönen Duschgel macht man schon mal nichts falsch und da gibt es ja schon mal eine große Auswahl, womit man wirklich viel füllen kann und das zu wirklich günstigen Preisen. Ich meine, gerade in der aktuellen Zeit möchte man nicht, dass jedes Geschenk, was man da reinpackt, irgendwie 5 Euro kostet und deshalb geht erstmal eine Runde durch DM, holt mal eine schöne Maske, eine Badekugel, einen schönen Tee. Oder natürlich auch sowas, was jeder mal gebrauchen kann. Irgendwie eine Packung Pflaster. Bei DM gibt es auch super schöne Düfte von Larif zum Beispiel. Das sind oft Dupes zu bekannten Marken und die riechen wirklich toll und gut. Von denen hatte ich auch schon ein paar Düfte und sowas. Guckt euch da erstmal um. Das als erster großer Tipp, womit man schon wirklich viel abdecken kann. Dann natürlich auch die bekannten Shops wie Action, wie Teddy. Wenn die Person sich zum Beispiel künstlerisch betätigt, da gibt es schöne günstige Stifte. Und ganz viel Zubehör für sowas. Da gibt es günstige Socken, da gibt es auch außergewöhnliche Süßigkeiten zum Beispiel. Ich habe es zum Beispiel immer super gern gemacht, dass ich so eine Packung von den Lieblingssüßigkeiten zum Beispiel geholt habe von der Person und dann das über den Kalender verteilt immer mal auch dazu getan habe. Bei Action gibt es auch ganz günstig zum Beispiel diese Massagerollen fürs Gesicht, womit man auch so Serien zum Beispiel einarbeiten kann. Sowas gibt es da auch. Das ist super praktisch, wenn man erstmal wirklich in solche Geschäfte geht. Weil die Sachen zu bestellen ist oft halt durch den Versand dann ungünstig. Weil dann kommt oft, wenn man gerade so eine kleine Menge bestellt oder für einen günstigen Preis einkauft, wird meistens der Versand natürlich draufgeschlagen. Und jetzt komme ich zu so ein paar Artikeln, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat oder für die Leute, die nicht erstmal irgendwie eine halbe Stunde durchs Geschäft rennen wollen, um sich überhaupt Ideen zu holen und explizit eine Liste schreiben möchten, vielleicht um auch vorher so ein bisschen zu gucken, wie viel möchte ich ausgeben und das ist dann einfach ein bisschen besser, das dann zu Hause vorzubereiten. Wenn ihr zum Beispiel den Adventskalender für jemanden macht, der gerne Fitness macht, einen leckeren Proteinriegel zum Beispiel da reinpacken, das geht immer, die gibt es auch so um die 1 Euro, sie sind wirklich lecker und da können Leute, die Sport machen, einfach sehr viel mit anfangen. Leute, die zum Beispiel gerne kochen, denen kann man eine super große Freude mit zum Beispiel Gewürzen machen, das finde ich auch immer sehr schön. Es gibt ja auch wirklich tolle Gewürzmischungen, zum Beispiel von Just Spices oder Ankerkraut, die auch wirklich optisch was hermachen, da muss man dann schon pro Gewürz mit um die 5 Euro rechnen, aber es gibt natürlich auch deutlich günstigere Gewürze und das finde ich ist auch eine schöne Sache, auch neben Tee, das habe ich ja schon bei DM erwähnt, ich finde auch mit Tee macht man auch nichts falsch und dann kriegt man wirklich leckeren Tee schon für wenig Geld. Was auch immer eine super schöne Sache ist, sind zum Beispiel Duftkerzen. Ich finde es ist immer schön, wenn man auch etwas verschenkt, wo die Person dann ein bisschen länger was von hat oder dann auch öfter dran erinnert wird. Es gibt bei DM wirklich von Profissimo super tolle Duftkerzen oder bei IKEA, die sehr günstig sind, aber wirklich toll riechen. Was ich zum Beispiel letztes Jahr meinem Freund in den Adventskalender getan habe, waren auch so Rubbellose. Da habe ich, glaube ich, 5, 6 Stück geholt für 1 Euro, habe die dann auch
immer zu etwas dazugelegt, wo ich finde, das hat jetzt eher so einen geringeren Wert. Zum Beispiel, wenn es jetzt Proteinriegel war, die kosten ja auch nur 1 Euro, habe ich da noch dieses Los zugetan und dann konnte er noch, konnte er halt mit diesem Glückslos mitmachen, muss das so freirubbeln. Und er hat tatsächlich auch was gewonnen. Ich glaube nicht viel, aber 4-5 Euro. Ich finde, es ist aber einfach eine lustige Sache und ist auch mal etwas anderes. Solche Lose findet ihr im Lotto Totto zum Beispiel, in so Tabakläden. Keine Ahnung, wie man die nennt. Zeitschriftenläden. Ja, da, wo man halt auch Lotto spielen kann. Ich weiß gar nicht. Also ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Aber sowas fand ich auch ziemlich cool. Was immer geht, ist Socken. Oder Unterwäsche zum Beispiel für den Freund, was ich dann gerne gemacht habe, um auch wirklich eine bessere Qualität zu bekommen. Ich bin zum Beispiel zu TK Maxx gegangen und habe da Boxershorts und Socken gekauft. Und das sind ja meistens 3er, 4er Packs und die habe ich dann auch wieder aufgeteilt. Ja, finde ich auch sehr schön. Für Freundinnen oder für die Mama oder für sonst wen kann ich natürlich auch immer Kosmetik empfehlen. Eine schöne Wimperntusche, ein schöner Kajal, ein schöner Lipgloss, ein schöner Labello. Gerade bei den kalten Tagen Labello und Handcreme auch immer eine Sache, die immer gut kommt. Was ich aber auch ganz cool finde, ist zum Beispiel sowas wie eine Backmischung für Plätzchen da rein zu tun. Es gibt ja von Dr. Oetker zum Beispiel auch so Backmischung für Kekse. Das finde ich immer ganz cool. Damit animiert man dann die beschenkte Person, vielleicht mal Kekse zu backen. Vielleicht kriegt man dann auch den einen oder anderen ab. Und passt natürlich dann auch zu Weihnachten. Bei Nikolaus habe ich zum Beispiel auch immer so einen großen Schoko-Nikolaus reingetan. Für meine Mama habe ich dazu dann zum Beispiel ein paar Handschuhe getan. Oder diese Taschenwärmer, kennt ihr die noch, die man als Kind hatte, die man so knickt? Man denkt so, als Erwachsener braucht man sowas eigentlich nicht. Aber ich sage euch, wenn man sowas hat, ist es so praktisch. Also ich habe auch mal ein Geschenk bekommen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich den im Winter benutzt habe. Da kamen wirklich einige Tage zusammen. Wenn die Person zum Beispiel auch im Büro arbeitet, kann man auch super gut einfach einen schönen Kugelschreiber dazu tun. Oder einfach auch für zu Hause einen Block, einen schönen bei MacPaper mit einem Kugelschreiber, der jetzt vielleicht nicht 30 Cent kostet, ist schon viel getan. Also so ein Block und einen Kugelschreiber kann man eigentlich immer mal gebrauchen, finde ich auch eine super gute Idee. Und ja, da macht man, denke ich, auch nichts falsch mit. Oder was ihr auch machen könnt, ihr kauft bei Action, Teddy, whatever, so einen kleinen Bilderrahmen, druckt noch ein persönliches Bild aus zum Beispiel und verschenkt das, was bei DM auch super witzig ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da gibt es ja diese Automaten, wo man auch Bilder drucken kann. Da kann man dann zum Beispiel auch für die Balea-Produkte ein eigenes Etikett erstellen. Dann kauft ihr zum Beispiel so ein Duschgel und da könnt ihr dann das Etikett, was da drauf ist von Balea, einfach überkleben. Da wird dann genau eins hergestellt, also gedruckt, was genau der Größe entspricht. Da steht dann auch, glaube ich, Balea Duschgel drauf und dann ein Bild von euch oder so. Finde ich auch, ist eine super witzige Idee und ist auch immer ein Lacher wert. So Leute, es kommt dann wieder die kalte Zeit. Leute, die Auto fahren, denen könnt ihr auch immer guten Eiskratzer kaufen. Eiskratzer gibt es auch bei Geschäften wie bei Teddy immer für günstiges Geld. Weil meine halten meistens nicht lange und ja, so ein Eiskratzer, den kann man wirklich als Autofahrer auch immer sehr gut gebrauchen. Genauso wie einen schönen Duftbaum im Auto, sowas kommt auch immer, finde ich, ziemlich gut an. Überlegt einfach, was die Person so macht, wie bewegt die sich vor Ort, wo arbeitet die, arbeitet die im Büro. Habt ihr schon etwas, was ihr abdecken könnt, zum Beispiel auch mit einer schönen Kaffeetasse, einen Kugelschreiber, fährt die Person viel Auto, könnt ihr einen Eiskratzer schenken, einen Duftbaum. So Reinigungstücher fürs Auto, das gibt es auch bei DM extra, womit man so alles einmal abwischen kann, extra halt fürs Auto, ist auch eine gute Sache. Und ja, fährt die Person viel Bus zum Beispiel, öffentliche Verkehrsmittel, Taschenwärmer und Handschuhe passen da gut. Ihr wisst einfach so, was mir immer geholfen hat, so den Tagesablauf von der Person so ein bisschen nachempfinden, überlegen, was macht die so den ganzen Tag und da fallen euch mit Sicherheit noch ganz viele weitere Sachen ein, die ihr verschenken könnt. Ich hoffe, mein Video hat euch jetzt so ein bisschen inspiriert. Schreibt doch mal eure Top-Produkte für den Adventskalender unten rein oder worüber ihr euch freuen würdet. Vielleicht ist es auch noch für den einen oder anderen hilfreich, aber ich denke, ich habe eure Ideen so ein bisschen damit angeregt und ja, und dass ihr jetzt Inspiration habt für einen schönen Adventskalender. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, ich freue mich sehr darüber. Hier findet ihr 2 weitere Videos von mir und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Video.